Ja, jetzt möchte ich dir zeigen, wie man mit der Software XMediaRecode Videos verändern kann, konvertieren kann in ein anderes Format. Und das brauchen wir jetzt in unserem Zusammenhang hier mit dem Windows Movie Maker, denn dieser Windows Movie Maker möchte besonders ab der Verwendung beim Betriebssystem Windows 8 besonders MP4-Dateien. Wie komme ich jetzt zu diesem kostenlosen XMediaRecode? Ich habe hier eingegeben bei einer Suchmaschine XMediaRecode Download, bekomme mehrere Einträge. Hier oben habe ich gleich den Originalanbieter xmedia-recode.de Download und hier bei Chip könnte man es dann auch herunterladen. Ich habe diese Seite jetzt hier aufgerufen. Komme jetzt auf die Startseite. Wenn ich aufs Impressum gehe, das möchte ich jetzt auch gerne machen, dann sieht man hier, wer das programmiert hat. Sebastian Dörfler hat das hier programmiert. Also ein sehr tolles, ausgezeichnetes Programm. Wenn wir das Programm herunterladen wollen, gehen wir auf Download. Dann haben wir einen Installer, auch eine Portable-Version, das heißt, man kann sie auf dem USB-Stick verwenden. Diese Installer-Version kann man hier herunterladen, indem man auf Download klickt. Man kann die Datei dann installieren und bekommt dann dieses XMediaRecode und das möchte ich dir jetzt kurz vorstellen. Ich habe das bei mir jetzt hier gestartet und so schaut hier die Oberfläche aus. Hier kann ich eine Datei öffnen, die ich dann verändern möchte, konvertieren möchte. Ich wähle mir hier jetzt eine OGG V-Datei aus. Ich nehme ich mir hier UGV Flöte. Habe ich eine MP4, ich nehme die UGV Rosen. Das ist eine UGV-Datei, das ist ein Open Source Format. Und das kann ich dann hier auch in ein MP4 Format bringen, indem ich hier als Format, hier in der Registerkarte Format, dann auch das entsprechende Format auswähle. MPEG-1, ich nehme MP4 und kann dann im Prinzip alle Einstellungen könnte ich schon belassen, hier Video und Audio. Klick auf Video, könnte hier dann die Bitrate verstellen, was man da alles noch machen kann, zeige ich dann in einem späteren Video. Ja, zum Beispiel könnte ich jetzt hierher gehen und könnte hier das Video auch ganz einfach schneiden, indem ich eine Marke setze. Hier setze ich dann den Startframe, also hier würde das Video dann anfangen. Gehe hierher, setze ein Endframe, hat man das dann zugeschnitten, könnte dann weiterarbeiten. Wir wollen jetzt es nur umwandeln und da reicht es an und für sich schon, dass ich es mir hereinhole, hier das Format einstelle, alles andere wird automatisch schon eingetragen. Jetzt kommt ein wichtiger Schritt, ich muss auf Job hinzufügen gehen. Wenn ich auf Job hinzufügen gehe, gelangt es hierher. Da sieht man schon, was da alles passiert. Und ist auch hier eingestellt schon, wo dann diese fertige Datei dann landen soll, mit rosen.mp4. Und das schaffe ich, indem ich hier dann herunten dann beim Zielordner und dann angebe, wohin ich das gespeichert haben möchte. Diesen Zielordner muss ich schon vorher angeben, bevor ich hier den Job hinzufügen wähle. Dann klicke ich auf Kodieren und das Programm wird dann nach einer gewissen Zeit dann, wie kann ich einstellen, wie viel meiner Rechengeschwindigkeit ich da investieren möchte. Wenn ich normal wähle, geht es etwas langsamer. Man sieht ja auch, wie groß die Datei ist, die dann entstanden ist. Und in dem Fall nach weniger als 15 Sekunden habe ich hier dann dieses rosen.ogv, also ein Video im OGV-Format in eine MP4-Datei umgewandelt. Und diese MP4-Datei kann ich dann ohne Probleme in mein Projekt beim Windows Movie Maker weiterverwenden.